Im Garten irgendwer? Sieht nicht so aus. Noch eine Rose für meine Mera. Ach stimmt, mit jeder Blume bekomme ich ja. Ich vergaß. Erstmal ein bisschen pflücken und dann weiterlesen. Kürbishelm? Kann ich mich damit als Kürbis tarnen oder wie? Bienenstock. Und verlassen ist leer. Wir haben hier einen Bienenstock und unten ist ein Hornissennest. Oh, checken, die greifen dich an. Ein Helm aus einem reifen Kürbis. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Nummer 3. Sie gewährten euch Zuflucht. Eine Witwe bewandert in solchen Dingen. Bereitete einen Tee aus Holunderkraut zu, um das Fieber deines Meisters zu senken. Du wolltest ihnen die wenigen Münzen geben, die du mit dir trugst. Doch die Mäuse von Hamel wollten nichts davon wissen. Aber sie akzeptierten deine Hilfe auf den Feldern, da zu viele Mäuseriche das Dorf wegen der Kupfermine verlassen hatten. Nach Sonnenuntergang baten sie dich zu spielen. Du sangst von fernen Orten, von denen sie noch nie gehört hatten und die sie niemals sehen würden. Und dann eines Abends trat ein junges Weibchen aus der Menge. Die Mo Jungmäuse zerrten sie geradezu auf die Tanzfläche und neckten sie, bis sie schüchtern begannen zu tanzen. Seltsam, dass du sie in all den Wochen noch nicht bemerkt hattest. Du spieltest für sie so schnell, wie sie tanzen konnte. Und sie tanzte für dich so schnell, wie du spielen konntest. Beide verzaubert vom Geist des Liedes. Die Funken des Feuers stoben. Doch sie überstrahlten sie mit Leichtigkeit. Ist das, wie wir Mera kennengelernt haben? Also unsere Frau? Auf dem Wachturm. Diebesmäusen. Ja, erstmal finden. Die meisten sind sowieso nur Suche Dings. Kleidungsstücke. Ach, habe ich ein Level up? Level up. Level up. Level, level, level up. Level up. Level up. Dornenranken. Tut das weh, wenn ich da. Ja, tut es. Definitiv tut es das. Das Brot haben wir noch gar nicht gegessen. 16. So viel 16, okay. Wir scheinen recht wenig Leben zu haben, generell. Fensterladen. Kommt hier keine Wache hin? Scheinen mich hier nicht wirklich verstecken zu können. Aber du musst mit aller Mühe hier rausspringen. Vielleicht dann erstmal nochmal speichern, nachdem wir Zeug gelesen haben und uns tödlich verletzten. Tödlich verletzten vor allem.
Ihr hättet aber sterben können. Ich höre eine Ratte sich kratzen. Patrouilliert sie auch? Momentan ist dies nicht der Fall. Knoblauch willst du nicht mitnehmen, okay. Spitzhacke auch nicht. Das ist nur zum Hochklettern. Da können wir nicht bewegen. Scheint echt nicht zu laufen, die Ratte hier. Sowas von hinter der Tür direkt. Ich höre es doch. Gut, sehen wir das nächste Versteck. Aus der Richtung scheint auch jemand. Also da hinten scheint auch jemand zu sein. Wo genau? Da ist ein Helm. Ja, Rüstung. Oder trägst du Helm? Nein, tust du nicht. Ich müsste ihn auf jeden Fall K.O. schlagen, um das Banner dort hinten abzufackeln. Oha. Oha. Von uns eigentlich direkt ein Versteck. Ah, Chicken, eigentlich. Ist irgendjemand am Patrouillieren auch noch. Niemand zu sehen. Das ist von ganz alleine abgefackelt. Glaub mir, also die Sicherheitsvorkehrungen sind hier schrecklich, wenn plötzlich Brände ausgelöst werden. Ich meine, da oben, offenes Feuer unterm Holzdach hat sich verbreitet. Definitiv, du Hühnchen, definitiv. Stöcke. Als Ablenkung. Ich möchte ihn gern K.O. schlagen. Da werfe ich nur dran vorbei. Hör mal, hast du sowas von deinem Kopf? Junge. Da hochklettern vielleicht, Tilo?
Das ist nein und wir können ihn nur ablenken. Oder ich brauche wirklich eine Flasche, um sie K.O. zu hauen. Und nicht nur als Ablenkung. Vier Flaschen habe ich noch. Nein, das ist leer. Ist auch leer. Dann rennen wir hoch. Ist nicht auf dich aufmerksam. Keine Sorge, Jacken. Keine Sorge. Turmverlies. Schicken ja Esszimmer. Ist auch eine. Verdammt! Schlecht, dass da oben einer war. Ob ich mich unter dem Tisch hätte verstecken können? Probieren wir mal aus. Oha. Gehen Sie weg, Mister. Eventuell bin ich unter dem Tisch sicher. Nein, warum bleibst du stehen? Für immer, denn du hast mich getriggert, Chicken. Nein, gut. Ich kann nicht verstecken. Okay. Das zählt generell als Versteck. Die können wir verbrennen. Sind zwei, die du verbrennen kannst, checken. Und eine Menge Zeug, das du hier oben einsammeln kannst. Was ist das denn? Käse! Oh. Ah, der Käse. Cheese for everyone. Nein, nur für Chicken. Und Tilo. Aber eher für Chicken. Besonders für Chicken. Aber ich lasse mich auch zu neuer Hühnchenfleischwurst überreden. Verdammte Kannibalistin.
schaff's da. Ja, hier komme ich wieder raus. Mich hat er so gar nicht bemerkt, dass ich da unten rumgerannt bin. Aber wenn ich nicht ganz rechtzeitig an den Tisch gekommen bin aus Panik und dass er nicht runtergerannt ist, die Treppe. Wenn er die Treppe hochgeht, würde er mich sehen, wenn ich dann mich auf den Tisch hinstelle? Ich würde mich dann sicherlich, wenn ich vor seinen Augen versteckt betrete, weiß er, dass ich im Versteck bin oder denkt er sich, wo ist denn der Tilo hin? Schicksalskarte, Käse. Noch eine Schicksalskarte. Da oben ist ein Schlüssel. Was war das für ein Schlüssel? Schlüssel zu einer Truhe im Kriegsraum. Alles klar. Kannst du wieder nach oben gehen? Ich konnte nicht so ganz einen Blick im Schrank reinwerfen, ob da was drin ist. Was passiert, wenn ich den Kronleuchter auf eine Fracht fallen lasse? Müsste sie eigentlich mehr tun, als nur ein Nickerchen halten? Ja, Chicken, aber erstmal eine Ratte darunter kriegen. Das Öl, ja. Also leer, also von daher. Ist da ein Durchgang? Könnte ich mich da auch verstecken? Mich sehen, das ist böse, okay? Ist leer. Was haben wir hier? Noch mehr leere Fässer nur. Könnt ja nicht gefüllt sein. Nein! Das ist illegal. Und du bist lieb. Ah, oh, das war lieb von dir, dass du lieb bist. Das ist aber lieb von dir. Du hast nicht zufällig einen Hammer? Nein, schick. Dann musst du zu Dieben. Vielleicht möchte er ja auch irgendwas zurückhaben. Sein Putzstock. Das ist auch ein Versteck. Okay, ich wollte schon sagen, tauche ich dann unter Wasser und habe eine Luftanzeige, wodurch ich nur eine bestimmte Anzahl an Sekunden oder so, wie lang auch immer Thilo die Luft einhalten kann, dann da drin bleiben kann. Oder Thilo hat ein Bambusröhrchen, das er als Schnorchel benutzt. Oder er benutzen kann. Ich da oben hin durch Jump'n'Run? Ja, durch Klettern.
Ich bin auf dem Dach. Brummereier. Okay. Ei, ei, ei. Was haben wir denn da? Nicht nur mal ins Feuer laufen.